Da sind wir gespannt. Berlin ist Modehauptstadt, zumindest diese Woche. In Scharen kommen Modemacher, Einkäufer und Trendscouts, um hier Geschäfte zu machen. Ja, geadelt wird die Modewoche von einem Haufen Prominenz, allen voran die Jungen und Hübschen. Und sogar Musikstar Justin Timberlake war da. Nicht um zu singen, sondern um seine Modekollektion zu zeigen. Bei der Bread and Butter im Flughafen Tempelhof. Großer Bahnhof für den Ex von Britney Spears. Alles, was prominent heißt, war gestern Abend am roten Teppich in Tempelhof. Doch die Germany-Sternchen standen diesmal gar nicht selbst im Mittelpunkt. Auch sie wollten den Superstar sehen. Dass wir bei Justin mal auf einer Party stehen, das hätte ich auch nicht gedacht. Also Justin Timberlake, also es ist ein großes Vorbild für uns musikalisch, ist ein toller Mensch. Also kann ich jetzt nicht persönlich sagen, aber was ich von ihm kenne, finde ich großartig. Und ich bin richtig gespannt auf seine Modekollektion. Ja, wenn ich ihm begegne, sage ich Hallo. Und ich fände es interessant, ihn kennenzulernen, aber ich kenne ihn noch nicht persönlich. Deswegen bin ich umso gespannter, wie die Show sein wird, weil ich wirklich also zum ersten Mal, wie gesagt, auf einer Show bin und auch noch von ihm. Und deswegen jetzt ganz gespannt mit ganz fixierten Augen schauen. Den Scanblick braucht man auch auf dem Flughafen Tempelhof, denn schon am Nachmittag hatte sich Justin Timberlake auf der Bread and Butter angekündigt. Doch der Superstar ist weit und breit nicht zu sehen. Dafür drängelt sich am Stand seiner Modemarke die ganze Medienmeute. Nur mit Glück klappt der Schnappschuss von ihm. Trotzdem, der Superstar zieht immer. Wir hatten Justin auch schon in Düsseldorf, in unserem Showroom, auch in unserem Laden. Und immer wenn er da war, haben wir natürlich einen riesen Boom. Ganze 10 Minuten dauert die Stippvisite am Stand bei seinem Schulfreund Trace Ayala. Ihm gab Justin für die Jeansmarke seinen Namen, obwohl der Most Stylish Man auf Schulfotos noch nicht so gut aussah wie heute. Weißt du, Justin war eigentlich schlechter angezogen als ich, was man ja auch auf den Fotos von früher sehen kann. Er musste sich halt erst entwickeln. Auch sie steht Justin sehr nah, Esme Denters. Die junge Amerikanerin ist die erste Künstlerin, die der Popstar selbst entdeckt. Es liefen einige Videos von mir auf YouTube, die waren recht erfolgreich. Justin hatte gerade sein eigenes Label Ten Man Records gegründet und ich war die erste, die er unter Vertrag nahm. Und dann der Augenblick, auf den alle gewartet haben, die ihm sonst nicht so nah sind. Justin Timberlake kommt zusammen mit Schulfreund Trace zum Feiern in den Silver Wings Club. Und da ist er dann endlich. Unser Moment. Mit ihm allein. Und auch wenn es nur ein Kamerablick ist. Und schon ist wieder alles vorbei.